begrüßen Sie sehr herzlich zu der Andacht zum Karfreitag. Ein ganz besonderer Karfreitag. Wir denken in dieser Stunde an den Tod Jesu. Wir denken aber auch an die vielen Schicksale, die wir derzeit miterleben müssen. Wir richten in dieser Andacht den Blick zugleich auf das Leiden und Sterben Jesu, als auch auf die Ukraine und auf alle Länder, in denen Krieg und Terror herrschen. Das eine spiegelt sich dabei im anderen. Jesus ist gerade in der Not bei uns Menschen und gerade dann tief mit uns verbunden. Wir beten zum Gott im Vertrauen, dass alles Leid und jeder Tod durch Jesus in Gott geborgen ist. Und so wollen wir in dieser Andacht die Stationen des Kreuzweges meditieren. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wo Panzer rollen und Bomben fallen, sterben Soldaten und Zivilisten. Kalte Machtpolitik geht über Leichen. Die Gier nach Macht spricht das Todesurteil über viele. Du, Jesus, hast dein Todesurteil vernommen, wie so viele im Krieg, in der Ukraine und anderswo. Du kennst die Angst, die daraus folgt. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Krieg legt unzähligen Menschen schreckliche Kreuze auf. Angst, Hunger, Verwundungen, Nächte in Schutzkellern, das Leben zerbricht. Du, Jesus, spürst mit den Menschen in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten die Ohnmacht, die rohe Gewalt in ihren Opfern auslöst. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Hunderte Soldaten sind bereits in diesem Krieg in der Ukraine gefallen. Hunderte Leben abgebrochen. Tausende Angehörige unter Schock. Viele sind psychisch zusammengebrochen. Du, Jesus, gehst mit den Menschen in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten dem Tod entgegen. Auf solchen Wegen straucheln die meisten. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Krieg ist Albträum, Albtraum der Mutter. Es zerreißt das Herz, das eigene Kind in den Tod gehen zu sehen. Zu jedem Leichensack gehört eine Mutter, die diesen Menschen geboren hat. Du, Jesus, schaust den Müttern ins Gesicht und siehst ihre Angst und ihren Schmerz. Es zerreißt auch dein Herz. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Ja. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Auch im Krieg gibt es Hilfsbereitschaft und die kleine Wunder des Überlebens, weil eine Handvoll wohlwollend zugepackt hat. Du, Jesus, bist bei denen, die auch in eigener Not und Bedrohung anderen beistehen. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden.
Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Gesten der Mitmenschlichkeit halten den Krieg nicht auf, aber sie halten der Hoffnung auf Frieden wenigstens einen Spalt breit die Tür offen. Du Jesus, kannst durch diesen Spalt dein Licht und deine Wärme sogar in die Kriegsnot schicken. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Jede Stunde, die der Krieg länger dauert, zerstört Leben, zerstört Hoffnung, raubt Kraft, zwingt in die Knie. Du, Jesus, stöhnst mit denen, denen die Kraft ausgeht und die erschöpft am Weg liegen bleiben. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Jeder Krieg bedeutet Tränen. Sie sind das einzige Hilfsmittel, das denen bleibt, die der Krieg beraubt hat und die vor den Trümmern ihres bisherigen Lebens und den Leichen ihrer Lieben stehen. Du, Jesus, weinst mit den Frauen, Männern und Kindern, denen nichts geblieben ist, außer ihre Tränen. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Die Kriegslast wird für viele bald zu schwer. Alte, kranke, behinderte, kognitiv eingeschränkte Menschen sind besonders belastet. Ihre Kräfte, die Traumata zu verarbeiten, sind schwach. Du, Jesus, hast dich mit den Schwachen identifiziert und liebst sie als deine bevorzugten Schwestern und Brüder. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Die vor dem Krieg fliehen, lassen oft allen Besitz hint an. Nur die Kleider am Leib sind ihnen geblieben. Und auch die manchmal nur in Fetzen. Du, Jesus, bist mit den Schutzlosen und mit denen, die sich nirgendwohin mehr zurückziehen können. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Elfte Station. Jesus wird an das Kreuz genagelt. Wer nicht mehr rechtzeitig rausgekommen ist, ist wie festgenagelt in der belagerten Stadt und dem besetzten Land. So mancher flüchtet sich dann in die Gefühllosigkeit. Du, Jesus, bleibst bei denen, die sich nicht mehr retten konnten, und teilst ihre Ausweglosigkeit. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Im Krieg sterben Menschen. Im Krieg
stirbt der Frieden. Im Krieg stirbt die Gerechtigkeit. Im Krieg stirbt die Humanität. Im Krieg stirbt das Mitgefühl. Du, Jesus, gehst mit in diesen Tod. Du wirst dort nicht bleiben und alle und alles Gute, das zerstört wurde, wieder mitnehmen ins neue Leben. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Dreizehnte Station. Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Die Toten auf den Schoß zu nehmen und sie zu bergen und dabei zugleich zu zeigen als Mahnmal und Memento, als Schrei nach Hilfe und Gerechtigkeit, als Anklage. Oft ist es das Einzige, was noch möglich ist, um ihre Würde zu achten. Du, Jesus, bürgst für die unzerstörbare Würde jedes Menschen, auch im Tod und auch der kriegszerstörten Leiber. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Vierzehnte Station. Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Am Ende jedes Krieges steht die Grabesstille. Wenn endlich die Waffen schweigen, weht der Wind über die Wiesen, die zu Massengräbern wurden. Du, Jesus, schweigst mit denen, denen der Krieg auch die Worte der Versöhnung genommen hat. Du bewahrst diese Worte für später. Komm und bewege unsere Welt zum Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der Kreuzweg Jesu spiegelt sich in unseren Leidenswegen. Jesus geht sie auch mit den Menschen in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten dieser Welt mit. Seine solidarische Gegenwart will uns Mut machen zur Solidarität mit allen Leidenden, besonders derzeit jene in der Ukraine und auf der Flucht.
wir wünschen Ihnen noch einen guten Heilungsverlauf und gute Besserung. Und nach diesem Karfreitag ein Fest des Auflebens, ein gesegnetes Osterfest. Alles Gute!